Hallo Leute, willkommen beim LS19 Mitmach-Tutorial. Dies ist Teil 28. Ja, es hat in der Zwischenzeit geregnet und zwar kräftig. Jetzt ist wieder offiziell Sonne, aber meistens regnet es dann noch ein bisschen weiter optisch gesehen. Aber offiziell ist jetzt Sonne. Und mitten während des Regens sind auch die Felder reif geworden. Ich denke mal, wir können den Mais jetzt ernten. Wir könnten auch den Hafer ernten, aber der Mais ist ja das neue Interessante. Jetzt hüpfen wir mal in unseren Mähdrescher. Na, mit dem Trecker fahre ich mal ein bisschen zurück, damit er aus dem Weg ist. So. So. Und jetzt müssen wir hier einen schönen Platz finden für das Schneidwerk. Tja. Leichter gesagt als getan. Ich lege das mal hier ab. Denn für Mais brauchen wir ja ein anderes Schneidwerk. Dazu fahren wir jetzt mal zum Shop. Und kaufen uns das Mais-Schneidwerk. So. Mit dem Mais-Schneidwerk können wir dann auch Sonnenblumen ernten. Das heißt, wir könnten dann gegebenenfalls als nächstes Sonnenblumen anbauen. Und Weizen auf dem anderen Feld, weil die Hühner ja auch noch mehr Futter brauchen. So, der Mähdrescher ist immer ein bisschen langsam. Aber das liegt in der Natur der Sache. Der ist ja auch eigentlich nicht dafür vorgesehen, dass man da längere Strecken auf der Straße mitfährt. So. Jetzt kaufen wir uns das sogenannte Maisgebiss. Offiziell heißen die wohl auch Maispflücker. Aber die meisten sagen immer Maisgebiss. Und wenn man sich das anguckt, dann weiß man auch warum. Also hier gibt es mehrere. Und dieser Corn Champion, der passt zu unserem New Holland Mähdrescher. Das ist der TX32. Und dieser Corn Champion passt auch zum Nova 330. Das ist der Rosselmasch Mähdrescher. Und dieses hier passt, glaube ich, zu diesem Bison. Genau, das passt zum Bison. Immerhin kostet so ein Maispflücker 19.000 Euro. Obwohl er klein ist und... Nun ja, sind relativ teure Geräte. So sieht's aus. Kaufen. Jawohl. Okay. So, damit sind wir dann jetzt auch vollständig ausgerüstet für diese neue Kategorie an Feldfrüchten, wo man eine Einzelkornsämaschine braucht und eben einen Maispflücker. Und für die Sonnenblumen gibt es auch noch Spezialschneidwerke. Wenn man sich jetzt auf Sonnenblumen spezialisieren würde... Aber der Vorteil von denen ist eigentlich nur, dass die etwas schneller arbeiten. Was ja auch ein Vorteil ist. Aber normalerweise kommt man mit so Maispflücker ganz gut hin, um Sonnenblumen zu ernten. So, fahren wir gleich mal zum Maisfeld. Und dann fahren wir da auch gleich noch einen Anhänger hin.
So. Okay. Los geht's. Ja, das geht jetzt hier problemlos. Obwohl es ja optisch gesehen noch regnet. Aber ich denke mal, das ist irgendwie so ein leichter Bug im Spiel, weil offiziell ist ja Sonnenschein. Ich denke mal, im echten Leben muss man geraume Zeit warten, bis man nach einem Regen dann ernten kann. Weil das muss ja eigentlich erstmal alles trocknen. Aber im LS19 kann man dann sofort loslegen. Gut, kann mal gucken, was hier so läuft. Hier sieht man das ziemlich deutlich. Die Maispflanzen werden praktisch so aufgegabelt von dem Maisgebiss. Und dann werden wahrscheinlich die Maiskolben da so abgerupft und wandern dann in den Mähdrescher rein. So, ihr braucht jetzt nicht hupen. Hier hat landwirtschaftlicher Verkehr Vorfahrt. So, jetzt hüpfen wir mal mit Tab zu einem anderen Trecker. Aber wir nehmen den, der hier schon bereit steht. So. Und der schnappt sich jetzt die Anhänger. Gut. Und normalerweise hat man bei einem Maisfeld eine recht große Ernte. Also die Masse in Litern ist größer als bei einem Weizenfeld zum Beispiel. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass die Maiskörner größer sind und so. Und die Pflanzen ja auch recht groß. Aber es ist deutlich weniger als bei Kartoffeln und Rüben. Ich denke mal, hier mit der Kombi müssten wir lässig auskommen. Aber das werden wir sehen. Gut. Jetzt lassen wir hier unseren Mähdrescher mal arbeiten. Und wenn wir abtanken, dann sehen wir uns wieder. So, der Tank des Mähdreschers ist jetzt voll. Dann wollen wir ihn mal leeren. Jawohl. Und jetzt können wir auch ungefähr abschätzen, wie viel da zusammenkommt. Also das sind ja 5600 die Liter, die in den Mähdrescher reinpassen. Ich meine, man könnte auch einfach geduldig bleiben, aber hier sieht man, tja, ist das schon ein Viertel vom Feld? Ich würde sagen, ein Viertel bis ein Fünftel des Feldes hat er jetzt schon abgeerntet. Ja, das heißt, dann kriegen wir ja so 20, 25.000 Liter zusammen. Da müsste unser Gespann dann auf jeden Fall ausreichen. Okay, wir können auch schon mal gucken, wo man einen guten Preis kriegt für den Mais. Ich schalte hier mal das Gras ab, weil das immer so komisch aussieht. So. Der Mais hier am Maiskolben erkennbar. Oh, das sind aber gute Preise. Am Südhafen gibt's 1346. Ja, wird jetzt natürlich noch eine Weile dauern, bis entweder die Wagen voll sind oder das Feld abgeerntet ist. Und dann fahren wir den Mais verkaufen. Okay, dann sehen wir uns wieder.
So, jetzt ist fertig geerntet. Holen wir uns mal den restlichen Mais noch ab. Und ich denke, ich lasse den Mähdrescher dann gleich mal das Haferfeld beackern. Oh, jetzt geht's hier schon relativ langsam vorwärts. Und vielleicht schaffen wir das Haferfeld ja noch heute Nacht. So. Jetzt steige ich hier erstmal um, damit der sein Rohr ausfährt. Okay. Gut. Der vordere ist schon voll. Also, ich würde sagen, es hat gerade gut gereicht. Hätte noch ein bisschen mehr sein können. Das hätte dann ein bisschen mehr hätte auch noch gereicht. So, gut. Dann steige ich wieder um. Das Rohr wird eingefahren und jetzt wechseln wir hier mal das Schneidwerk. Es ist ja schon relativ spät. Aber die Helfer können ja auch im Dunkeln ganz gut arbeiten. So, legen wir dieses Schneidwerk auch mal hier ab. Es ist natürlich kein sehr optimaler Platz, um ein Schneidwerk zu positionieren, aber naja, es ist ein Platz. So. So, und jetzt muss ich erstmal überprüfen, ob die Strohablage noch angeschaltet ist. Nein, ist sie nicht. Jetzt aber. Okay, dann leg mal los, lieber Helfer. Und das Stroh brauchen wir ja für die Pferde. Und den Rest, werde ich dann verkaufen. Gut. So, und jetzt gucken wir mal, ob der Preis immer noch am Südhafen am besten ist. Oh, ah nee, das ist ja Sojabohnen. Ja, immer noch am Südhafen am besten. Okay, dann fahren wir da mal hin. So. Ja, 23.900 Liter. Das ist so ja ungefähr so viel, wie ich geschätzt habe. Also man kann schon grob abschätzen, wie viel es wird, wenn man nach einer Tankfüllung mal guckt, wie viel von dem Feld schon abgeerntet ist. Ja, mein lieber PKW, mach mal ein bisschen hinne. Zum Überholen ist mein Trecker jetzt zu stark belastet. Kann nicht so richtig beschleunigen. Aber wir biegen ja gleich ab. Also wahrscheinlich biegt der auch ab, aber wir biegen dann ja gleich nochmal ab. Und dann sind wir den wohl los.
Dann können wir ganz behäbig auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. So, jetzt aber. So. Merkt ihr, wie lange der braucht, um zu beschleunigen? Ich fahre jetzt hier mit Vollgas. Aber es ist halt ein schweres Gespann. Relativ schwer. So. Aber ich finde, man kommt mit diesen Fendt-Treckern relativ weit. Das sind irgendwie gute Universal-Einsteiger-Trecker, finde ich. So. Und jetzt verdienen wir hoffentlich ordentlich Geld. So. Jetzt erstmal den aktivieren, jawohl. Das ist jetzt der große Geldschwung. So, 28.000. Gut, das ist schon mehr, als das Maisgebiss gekostet hat. Und dann finde ich das doch ganz in Ordnung. Und nochmal 4.000. Ja, damit kann man leben, würde ich sagen. Okay, das war jetzt die Maisernte. Und ich werde jetzt noch mit zunehmender Dunkelheit die Haferernte fertig machen, werde das Stroh einfahren und den Pferden geben, soweit sie es brauchen. Und den Rest werde ich verkaufen. Und dann werde ich auf dem Haferfeld Sonnenblumen ansehen und auf dem jetzigen oder bisherigen Maisfeld werde ich Weizen ansehen, damit ich im Prinzip abwechsel zwischen Getreide und einer anderen Feldfrucht. Das ist immer ganz gut, wenn man in der Landwirtschaft unterschiedliche Feldfrüchte hintereinander anbaut. Vor allem, weil dann die Nährstoffe besser verwertet werden und auch Schädlinge sich nicht so breit machen können. Jo, ich denke mal, dass es die meisten Bauern auch wissen, aber trotzdem gibt es in vielen Gegenden ja Monokultur. Also hier wird fast nur Mais angebaut. Ich denke mal, es rentiert sich einfach finanziell am besten. Und dann, ja, dann denkt man sich, na gut, machen wir mal ein kleines Feld mit Weizen und der Rest wird aber wieder Mais. So ähnlich läuft das bei uns. Ab und zu mal ein Sojabohnenfeld, aber ja, 80-90% alles Mais. Und ich denke mal, in anderen Gegenden ist das wahrscheinlich ähnlich, aber vielleicht mit anderen Feldfrüchten. So. Gut, ja, also den Stroh mache ich. Die Haferernte mache ich fertig. Ich denke mal, den Hafer werde ich verfüttern und ansonsten einlagern, damit wir Futterreserven für die Pferde haben. Ja, und dann kümmere ich mich noch ums Ansehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Mitmach-Tutorial. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.